Moin YouTube und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sonntagslocals. Und ich war gestern auf den Locals in Itzehoe und habe dort mit Sprite gespielt, einem der süßesten, neuesten Decks, die Konami in letzter Zeit rausgebracht hat. Und wo ich mir gesagt hatte ja schon, als es angekündigt worden ist in der OCG, das ist Stufe 2 related, ich liebe Flinke und KoKaG, wir spielen auf jeden Fall Sprite, sobald es rauskommt. Und das haben wir gemacht. Und ja, ich werde euch gleich ein bisschen erklären, wie das Deck funktioniert. Und für morgen gibt es dann so einiges an Kombos, was ihr so rausfinden könnt, was dieses neue Meta-Deck alles so kann. Legen wir los. Ja, da haben wir das Deck. Und ihr seht schon, ja, so ein paar Karten, die man sich vielleicht erstmal fragt, was machen die da drin. Aber das werde ich euch alles erklären. So, wir steigen ein mit erstmal Sprite erklären. Was können die eigentlich und was spielen wir eigentlich? Wir spielen dreimal Sprite Blau. Zweimal Sprite Strahl, zweimal Sprite Rot und einmal Sprite Karotte. Was alle gemeinsam haben, sie können sich spezial beschwören auf die Spielfeldseite, wenn ein Stufe 2er auf dem Feld ist. Bei den beiden ist es so, dass entsprechend der Gegner einen Link, oder man muss einen Link 2er kontrollieren. Und bei denen ist es so, es kann auch ein Rang 2er sein. Das sind die Spezialbeschwörungsmethoden, mit denen man die halt von der Hand specialen kann. Und das sind quasi die beiden Searcher des Decks und das sind die beiden Negator des Decks. Der negated Spell and Traps und der negated entsprechend Monster-Effekte. Und wenn man... Und dafür muss man halt ein anderes Stufe 2 Monster als Tribut anbieten, welches man kontrolliert. Dann kann man das halt als Schnelleffekt annullieren. Und wenn man aber ein Monster des Ranges oder des Link 2, sprich ein Extra-Deck-Monster, was irgendwas mit 2 zu tun hat, als Tribut anbietet, außer ein Synchro-Monster, kann man damit halt dann auch noch die Karte entsprechend dazu zerstören. Man annulliert aber immer nur den Effekt und nicht die Aktivierung. Das heißt, für Karten, die Spell-Traps zum Beispiel, die sich aktivieren, die man nur einmal pro Spielzug aktivieren kann, da wird trotzdem der Effekt annulliert und dann zerstört und nicht die Aktivierung. Das ist ein Unterschied. Das muss man wissen. Und das sind beides die Searcher des Decks. Er searcht auf Special Summon eine Sprite-Monster-Karte und er sucht ein Sprite-Spell und Spell- oder Trap-Karte. Und ja, da gibt es halt noch eine gute Spell in dem Deck, die halt entsprechend ja, weitere Sachen suchen kann. Aber im Endeffekt sind das alles Extender in dem Deck, aber halt auch halt Karten, die halt miteinander auch funktionieren. Also das sind jetzt so, die kann man quasi als die, wenn man schlecht eröffnet, könnte das die Normal Summon sein und das sind die, die man hinterher specialen möchte. Aber natürlich, wenn man beliebigen anderen zwei auf dem Spielfeld hat, sind das alles auch Extender quasi. Und das sind halt die, die Play-Enabler sind und das sind die, mit denen man halt entsprechend seine Boards absichert. Dann kommen wir zur nächsten Engine, nämlich zu der Frosch-Engine. Da spielen wir dreimal Austauschfrosch, einmal Ronin-Kröte und ich habe mich dazu entschieden, einen Täuschungsfrosch zu spielen. Einige spielen den nicht. Ist optional. Den kriegt man halt damit totally awesome nochmal raus. Wie gesagt, das sind auch alles Zweier, was sehr schön ist. Und das heißt, jeder davon normal summon kann die halt alle extenden. Ein bisschen schade, dass Blau zwar Blau im Namen hat, aber nicht Blau oben drin. Das heißt, ist kein Wassermonster, sonst wäre das halt ein theoretisch interessantes Discard-Target. Austauschfrosch ist hier eine One-Card-Kombo in dem Deck, mit dem man halt hier voll abdönern kann in dem Deck. Und mit dem man halt totally awesome machen kann, sehr viel machen kann, weil man den auf unterschiedliche Art und Weisen aufs Feld kriegen kann. Entweder über normal summon oder entsprechend über das Extra-Deck. Und die Rune-Kröte ist halt dazu wichtig, dass man halt den Extra-Zweier kriegt aus dem Grave, um weitere Kombos zu machen. Und der Doomfrog ist nice to have, muss man nicht, kann man aber spielen, wenn man möchte. Dann spiele ich noch eine kleine weitere Engine, weil das mir als Starter reicht eigentlich nicht. Und es gibt theoretisch so drei Normal-Summon-Based Engines, die man spielen kann. Es gibt die Dark-Summoning-Beast-Engine mit der entsprechenden Zauberkarte, mit der man halt einen extra Normal-Summon kriegt, mit dem man bestimmte Dinge rumspielen kann. Das ist eine Zweier-Engine, die halt zwei Stufe 2 aufs Feld legen kann, die dann halt zusammen mit den Sprites, die als Extender ja quasi mit jedem Zweier funktionieren, gespielt werden können. Dann gibt es noch die Tiefseetaucher, oder die Tiefseetaucher oder die Tiefseetaucherin, ich weiß gar nicht, wie die im Deutschen heißt, Deepsea-Diva, die halt ein Tuner ist, mit dem man halt entsprechende High-Key Firebreaks Plays machen kann. Und dann gibt es noch bei den Flinken Biber, für den ich mich entschieden habe, der für mich mehr oder weniger das Beste aus beiden Welten ist, weil er quasi das gleiche mehr oder weniger macht wie Deepsea-Diva, bloß im Gegensatz zu ihr ist er halt kein Empfänger. Aber das macht er sich in dem Sinne wett, dass er im Grindgame einfach die bessere Karte ist, denn wenn man halt drei flinke Biber spielt und man öffnet einen und man holt mit einem Biber einen weiteren Biber raus, ist der nächste, den man topdeckt, kein Dead Draw, nämlich der kann halt sich nochmal normal und einen flinken Biber wieder aus dem Grave holen. Das kann man mit Deepsea-Diva nicht, die ist dann eigentlich relativ, ja, useless dann in den Topdecks, weil auch meistens halt alles, ja, es sei denn, man spielt noch irgendwelche entsprechenden Targets im Deck, die man halt haben kann, aber meistens eigentlich eher weniger. Und deswegen ist der bessere. Man kann natürlich auch mit den Dark Summoning Beast spielen. Da muss man sich dann aber noch entscheiden, dass man halt noch die Continuous Spell spielt. Was natürlich aber schön ist, dass man mit den Normal Summons so bestimmte Dinge spielt. Jeder hat so seine Vor- und Nachteile. Ich habe mich für den flinken Beaver entschieden.
Ja, ihr wisst ja, ich spiele ja sehr gerne Flinke und keine Sorge, wir werden auch in den nächsten Wochen mal wieder Flinke auspacken. Wahrscheinlich auch mit dem Support rund um Sprites oder Sprites, aber nicht ganz so fokussiert vielleicht wie hier in dem Deck, wo wir dann ein bisschen damit spielen wollen. Aber das ist ja schon mal ein kleines ja, Vorausschauen. Und das ist halt ein schöner Starter, den man im Deck haben kann, neben Swap Frog. Und dadurch, dass er halt auch Wasser ist, ist er zum Beispiel mit Tiefseetaucherin auch theoretisch die bessere Karte als Dark Sounding Beast, weil man die halt auch Wasser halt theoretisch halt auch mit entsprechend mit Austausch Frosch auch von der Hand abwerfen kann, um halt von da aus seine Kombos gehen zu können. Dann spielen wir eine Menge Handtraps, von denen ich heute sehr wenig gesehen habe, auch wenn mich das verwundert hat, weil wir extrem viele spielen. Wir spielen Drama, Aschenblüte und Freudiger Frühling. Zweimal die Dekree, die extrem stark ist auch im Mirror Match, weil man entsprechend entweder den Ronin Totem banishen kann oder entsprechende Targets aus dem Grave. Einen Ghost, Geister, Ogre und Schneehase. Ihr habt ja schon gesehen, eben Notfallteleport, damit kann man sie im gegnerischen Spielzug rausholen, um den Gegner ein bisschen zu kontrollieren. Funktioniert sehr gut gegen das Bossmonster von dem Thema, weil es sich im Effekt halt detachen muss. Wenn es das nicht kann, dann kann man damit das gut aufhalten. Und dann spielen wir auch noch dreimal Gamma und halt den Driver dazu, der halt kein Handtrap ist, aber das sind halt die Handtraps, plus halt noch drei Permanents bei den Trap Cards. Macht insgesamt, glaube ich, was sind das? 12 Handtraps, die wir spielen? Ja, 12 Handtraps, was gar nicht mal so schlecht ist. Das ziehe ich jetzt mal nicht als Handtrap, weil der halt auch keiner ist. Und ja, weil man halt so viele One-Card-Kombos hat. Flinker Biber an sich alleine ist auch schon eine One-Card-Kombo, weil man dann halt auch schon einiges machen kann. Und die versuchen uns dann abzuschützen und vor gegnerischen Karten zu bewahren. Das Interessante am Gamma ist hier noch, er ist auch noch ein Combo-Piece, da kommen wir gleich dazu. Deswegen auch der Notfall-Teleport. Dann kommen wir zu den Spells. Da haben wir einmal Sprite Schmetterer. Ist eine schöne Quick-Play-Karte, mit der man gegnerische Plays interrupten kann oder seinen eigenen Turn ja, ein bisschen aufpeppen kann. Denn das Deck macht gar nicht was so starke Monster aufs Feld. Manchmal braucht man ein bisschen Nachhilfe, deswegen ist die Karte ganz gut. Ich weiß, ich habe sie heute nicht so viel benutzt, wenn dann, ja, weil sie auch eher Side-Deck-Material, dass man halt irgendwie noch sinnvollere Karten reingeholt hat. Ich hatte nicht die Matchups, wo ich die halt drin haben wollte. Aber das Tolle ist, sie ist halt theoretisch auch ein Main-Deck-Out, das suchbar ist gegen halt auch Mystische Mine, was sehr geil ist, wenn man halt entsprechend das Matchup hat. Dann kommen wir zu der Star-Karte des Decks, Sprite Starter. Das ist die Karte, die halt auch ein One-Card-Combo ist in dem Deck, weil damit kann man halt irgendeinen Sprite aus dem Deck einfach als Spezialbeschwörung beschwören und Blue und der andere lassen in der Strahl können sich, oder Jet, wie der auf dem Englischen heißt, können sich halt einfach triggern, oder man kann sich halt als Absicherung für seine Plays Karotte oder Rot rausholen. Mit Rot kann man sich schützen halt von Nibirus oder so und mit Karotte im First Turn halt gegen Impermanences, was ja sehr, sehr, sehr geil sein kann. Und dafür muss man halt einfach die LP in Höhe der Grund-ATK halt verlieren, die man von dem Monster beschwört. Das Tolle ist, sie ist auch eine Schnellzauberkarte, genau wie Schmetterer. Das heißt, man kann sie im gegnerischen Spielzug benutzen und im gegnerischen Spielzug wird quasi aus der Karte eine Gate, weil man kann halt einer der Negates dahin legen, um entsprechend noch ein extra Negate aufs Feld zu legen, was ziemlich easy und ziemlich nice ist. Und dadurch, dass die Karte auch noch super ist, macht das halt noch easier. Das ist aber nicht unsere einzige Karte. Es ist quasi unser Starter, weil passend auch zu dem Deck, es ist der einzige Starter, den das Deck spielt, weil das Deck inhärent mit sich selbst halt kein Starter hat, weil mit den Maniac-Monstern, die können sich halt nur special, wenn ein anderes da ist, und von alleine machen die halt nichts. Deswegen brauchen die immer ein bisschen was dazu. Braucht man halt noch ein bisschen Extender, das ist halt einer der wichtigen Starter, und die Extender sind halt die ganzen Sprites, aber man kann auch noch weiter extenden, nämlich mit Notfall-Teleport, mit der man halt entsprechend den Gamma aus dem Deck holen kann, den man ja sowieso spielt als Handtrap, um halt entsprechend gegen gegnerische Decks entsprechend out zu haben, und damit kann man halt sich den Gamma auch hinzu specialen, was ein bisschen so, ja, die Hulky Firebrax Plays, die theoretisch halt mit Deep Sea Diva möglich sind, auch hier ermöglicht, aber halt über den Notfall-Teleport, womit man dann halt auch in die Hulky Firebrax Plays gehen kann. Und da kommen wir gleich, wenn wir beim Extra-Deck dazu, was das Coole daran ist. Aber das ist halt auch schön, wenn zum Beispiel halt irgendwie der Normal Summon Flinker Biber oder Austauschfrosch irgendwie, keine Ahnung, zum Beispiel auch gegammert werden oder so. Man hat dann kein Monster mehr auf dem Feld und der Effekt ist halt annulliert worden. Kann man halt damit noch ein weiteres Stufe 2 Monster aufs Feld legen. Falls man Sprites in der Hand hat, dann können die sich hinterher specialen und das kann schon sehr, sehr cool sein. Im gegnerischen Spielzug, wie gesagt, kann man die auch benutzen mit Geisterauge und Schneehase, um entsprechend gegnerische Plays aufhalten zu können. Dann einmal vom Grab herabgerufen, ist eine gute Karte, habe ich heute nicht im Einsatz gehabt. Entweder habe ich Handtraps halt schlucken müssen oder ich habe sie halt nicht gesehen, es wird ein One-Off. Dann dreimal verbotener Tropfen, heute auch nicht gesehen. Theoretisch halt könnte man auch nochmal drei extra Handtraps spielen. Ich habe mich dazu entschieden, das hier als Boardbreaker zu spielen. Leider kam sie nie dazu da, dass ich Boards breaken konnte, aber theoretisch eine sehr geile Karte. Und dreimal Infinite Impermanence als letzte Handtrap, die wir noch spielen, damit wir ordentlich viel Kram machen können. Denn wir brauchen oftmals halt nur eine Startkarte. Wie ihr gesehen habt, Flinker Biber, Austauschfrosch, die wir auf 3 spielen, und Sprite Starter, die wir auch auf 3 spielen, die ja auch noch theoretisch suchbar ist, über viele Wege, kann man damit halt, ja, sehr oft viele One-Card-Kombos machen, indem man sehr schnell in seine Plays kommt.
Dann kommen wir zum Extra-Deck. Das ist wichtig hier in dem Deck, weil eigentlich ist ja alles Rank 2 oder Link 2 based. Aber wir spielen auch ein bisschen was abseits drumherum. Zum Beispiel Großer Lamander Almirage. Der ist wichtig zusammen mit dem Austauschfrosch. So wird Austauschfrosch zu einer One-Card-Kombo, weil man muss ihn weglinken, um von da aus in seine Plays zu gehen. Dann spielen wir zweimal die Sprite-Elfe. Ich würde empfehlen, falls ihr das Deck auch spielen wollt, Sprite-Elfe ist so gut, dass man sie manchmal auch im First Turn sogar zweimal macht, weil man im ersten Mal ihren Effekt nutzt und später sie nochmal hinterher specialt, damit sie wieder da ist, weil oftmals wird dann, wenn die erste kommt, gerne mal als Xyz Material benutzt und dann ist sie nicht mehr auf dem Feld. Und die Karte ist halt ziemlich dumm, weil man kann mit ihr als Schnelleffekt in der Main-Phase Stufe 2 aus dem Grave reviven. So, aber wenn man, wenn der Gegner halt ein Monster kontrolliert, kann man auch stattdessen Link 2 oder Rank 2 rausholen, was hier zum Beispiel halt krötlich umwerfend ist. So kann man krötlich umwerfend einfach zweimal in einem Spielzug besorgen, was einfach hohl ist. Und die Sprite-Elfe geht halt relativ schnell durch. Ich glaube, das ist eher eine Free-Off meiner Meinung nach als eine Tour-Off. Ich habe stattdessen sie quasi auf 2,5 gespielt. Ich habe eine ähnliche Karte gespielt statt ihr, um so ein bisschen das zu kompensieren. Aber beim nächsten Mal, glaube ich, würde ich ein bisschen mein Extra-Deck noch anpassen. Also da gibt es auf jeden Fall noch Verbesserungspotenzial, dass man halt das ein bisschen umbauen kann. Dann spielen wir einmal Crestron Hulky Fibrax, wie gesagt, zusammen mit E-Teleport. Es ist quasi das gleiche, wie wenn man halt mit Diva spielt. Er ist wichtig, denn erstens, er ist auch ein Link 2, den man halt auch Xyz Material benutzen kann, halt für unser Bossmonster. Aber mit ihm kann man halt auch theoretisch Hand Traps, die Tuner sind, aus dem Deck holen. Zum Beispiel in unserem Deck jetzt in der Variante, wenn man halt noch Wailer spielt, kann man auch noch Wailer holen. Man kann sich Gamma holen, man kann sich Geister, Ogre und Schneehase holen oder Aschenblüte und Freudiger Frühling. Gamma ist jetzt vielleicht nicht so der Jazz, aber er ist halt ein guter 2, mit dem man halt weiter extenden kann, theoretisch. Und das sind halt zwei Hand Traps, die man sich zurück auf die Hand geben kann. Man kann sich halt in diesem Deck Handtraps suchen. Mit Diva ist es noch ein bisschen einfacher. Ich habe mich jetzt ja dagegen entschieden gehabt und habe gesagt, okay, ich spiele dann halt mit der Gamma Engine. Aber man kann mit Austauschfrosch dann zurück einfach irgendein Monster geben, damit man extra Normes haben kriegt. Und das kann halt auch das gespecialte Monster sein, was man mit ihm raus will. So kann man sich halt Handtraps an die Hand suchen, was das Deck noch dümmer macht. Dann quasi meine dritte Elfe ist Bucinki Ahashima. Der ist sehr geil, going second. Ermöglicht halt sehr schön, die gegnerischen Felder auseinanderzunehmen. Vor allem, wenn man vielleicht nicht in Stufe 2 gelockt ist, kann man damit halt sehr viel machen. Also wenn man Sprite Starter oder so nicht resolved hat, kann man damit halt sehr schön ihn aufs Feld legen und mit ihm halt nochmal Reborn aus dem Grave eine und nochmal einen aus der Hand direkt für eine Xyz-Beschwörung benutzen. Zum Beispiel für ein Rank 2, der vielleicht nicht durch Kampf zerstörbar ist, womit man halt dann in der Battle Phase ein bisschen mehr Attack Points aufs Feld kriegt und theoretisch auch das Gegner schon mal zerbouncen kann, vielleicht in der Main Phase 2 auch noch in eine Zeus gehen kann, was sehr, sehr cool ist und theoretisch dabei noch Spell and Trap schießen kann, was sehr geil sein kann. Dann Albtraum Ritter Phoenix, das Removal gegen Grind Games und gute Backrow Decks, war nicht in Action. Dann habe ich ein einziges, ja, höher als Link zugespielt, ein Zugang zum Kodiersprecher, falls es mal aufkommt, war jetzt nicht so der Fall, eher, ja, das ist, glaube ich, eine Karte, die ich eher cutten würde. Und dann kommen wir zu den Rank 2s, da gibt es einiges, was man spielen kann, man muss davon nicht alles spielen, es gibt so viele Möglichkeiten, was man spielen kann, man kann mehr Link 2s gehen, mehr Rank 2s, da gibt es ordentlich Options. Ich habe mich dafür entschieden, ein Katzenhai zu spielen, halt, wie gesagt, ein Monster, was nicht durch Kampf zerstörbar ist, damit man halt nachher in den Zeus gehen kann, das ist zum Beispiel eine, und dadurch, dass wir viele Wasser spielen, ist das auch sehr nice. Dann spielen wir Nummer 65 Djinnbrecher. Dadurch, dass die beiden Searcher des Decks, Jet und Blau, beide Dark sind, können wir ihn machen. Das ist eine Karte, die nie gespielt worden ist, weil Stufe 2 Darks war immer sehr schwierig. Hier in dem Deck ist es super einfach. Und er ist Monster-Effekt Negate, der sogar noch 500 Schaden macht. Hat halt nur 1-3 Attack, also kann theoretisch umgerannt werden oftmals. Aber das ist so ein bisschen das Thema auch des Decks, dass alle Karten halt relativ weak sind. Aber den kann man den machen halt als weiteren Interrupt gegen entsprechende gegnerische Karten. Dann spielen wir zweimal Riesensprite. Den wird, glaube ich, immer noch auf 2 belassen, aber Elfe wirklich auf 3 bauen und den kann man theoretisch auch auf 3 spielen, aber auf 2 auch schon sehr, sehr gut. Das ist unser Bossmonster, der halt aus unserem Deck halt entsprechend entweder Austauschfrosch holt oder einen der Sprites, mit dem man in weitere Kombos geht. Das Dumme ist an seinem Effekt ja noch, dass dann beide Spieler in Link und Rank 2 und Stufe 2 gelockt wird. Das heißt, man kann nicht mehr in die B-Route werden, nachdem er resolved worden ist, was auch nochmal nice ist. Und man kriegt halt Guardes Body und man kann halt einen Austauschfrosch holen, dessen Effekt nicht negated ist. Und daraus kann man für ihn weitere Kombos gehen. Und man kann ihn machen, indem man halt Link 2s als Material benutzt, wodurch er auf 3-2 Attack geht, was auch nice ist, was ihn zum perfekten Target für eine Karte in unserem Side-Deck macht. Ja, sehr, sehr abgefahren. Dann spielen wir Himmelskavallerie Kornblume, das ist die andere Karte, die durch Kampf zerstört werden kann, mit der man halt theoretisch eine Karte bouncen kann und damit Ahashima noch für ein bisschen mehr Damage gehen kann. Und mit dem man halt in den Zeus gehen kann. Dann
tödlich umwerfend, einmal. Mehr braucht man den nicht. Einmal ist vollkommen ausreichend. Wenn Konami das Ding auf 1 setzen will, ja, I don't care. Also auf 1 ist es in dem Deck vollkommen ausreichend, denn der recycelt sich permanent die ganze Zeit wieder. Dadurch, dass man Elfe spielt, ist es halt so, dass man meistens dann halt irgendwie so die halt hier so hat. Dann negated der Tod, dann meistens noch Material, dann recycelt er irgendwas. Dann committet der Gegner ein Monster, dann wird man Elfe, holt ihn wieder, dann kann er wieder negaten. Dann kann man theoretisch auch ihn wieder zurückpacken, wo man sich halt einen Austauschfrosch auf die Hand genommen hat und noch einen Ronin-Toten hat, kann man den gleich im nächsten Zug wieder als Xyz-Beschwörung beschwören. Also schon ziemlich hohl und das Boss-Monster, was man first dann unbedingt raushauen möchte mit dem Austauschfrosch. Und dann halt für die Zeus-Plays eine betäubende Magierin und einmal einen göttlichen Arsenal Zeus Himmelsdonner, die man halt theoretisch noch drüberlegen kann. Wie gesagt, es gibt ein paar Karten, die halt in dem Deck auf Rank 2 entsprechend uns einschränken im Extra-Deck nachher, dass wir da halt nicht hingehen können und Link 2 ist, aber ja, theoretisch ist die Option halt da, wenn der Gegner einfach den Zug abgibt, kann man das theoretisch machen. Mein Zeitdeck war nicht ganz optimal. Ich wollte eigentlich noch Evenly Matched spielen, aber ich habe das Ding einfach nicht gefunden vom letzten Deck. Keine Ahnung, wo die Karten sind. Deswegen habe ich das ein bisschen improvisiert. Ich habe zweimal Alpha Bestienmeister gespielt. Das ist halt ein gutes Out-in-Mirror-Match, vor allem, wenn der Gegner kein Doomfrog spielt. Dann kann man einfach specialen, kann man den Tod umrennen und danach halt noch was bouncen und dann kann man ihn halt wieder specialen und dann kann man halt so entsprechend das Feld auseinandernehmen, alles mit einer Karte und das kann nicht aufgehalten werden, weil der halt Inherent Special Summon ist. Wenn er natürlich noch mehr Negates hat, wird es ein bisschen komplizierter, aber man kann halt den Tod entsorgen, was halt schon sehr, sehr wichtig sein kann. Dann spielen wir dreimal Geisterschnitt und Witterkirschblüten. Super Mirror-Match, einfach im Extra-Deck halt entweder Elfe, die eigentlich meiner Meinung nach die gefährlichere Karte ist, oder den Gigantic Splite vorzeigen, je nachdem, wie er sein Board beginnt aufzubauen, kann man halt eine von beiden hitten und damit halt seinen Turn ordentlich minimieren. Dann zweimal Auslöschungsinformant für Going First, habe ich auch eingebordet, hatte ich ein Game auch in der Hand, aber brauchte ich nicht, habe so auch durchgespielt, denn dieses Deck kann halt so bis zwei, drei Handtraps kannst auch durchspielen, oder zwei, drei Interruptions, da hat er aber halt einmal nichts gemacht, deswegen war die jetzt nicht so nötig. Ich habe mir noch überlegt, ein bisschen Spice zu spielen, fürs Mirror-Match, ich glaube, Überläufer ist ziemlich dumm, wenn man den gegnerischen Gigantic Splite klaut und einfach mit dem anfängt, seine Kombos zu machen. Eine Karte, die halt sehr interesting ist, dachte mal, ich probiere die aus, habe sie leider nicht gezogen, wollte aber auch endlich mal das Ding mal ins Board tun, weil wenn das Ding jetzt erlaubt ist, dann sollte man vielleicht ausprobieren. Dann ein bisschen Background-Removal, ging auch in ordentliche Matchups rein, das waren jetzt Twin Twister, Flederwish und Blitzsturm. Dann ein Red Reboot, der heute auch sehr viel Action hatte, leider annulliert worden durch Solemn Judgment. Aber dazu kommen wir gleich noch. Gute Karte gegen Backrow-Decks und auch gegen das Mirror-Match, denn im Mirror-Match kann man diese Karte reinbauen, Deck Verwüstungsvirus. Man kann in den gigantischen oder Riesensprite gehen und wenn er halt ein Link-Material hat, dann ist er halt ein 3-2er Dark. Tja, das ist ein Target dafür und im Mirror-Match ist das Game, weil im Mirror-Match heißt das, wenn du die resolvest, ist das gesamte Main-Deck, wenn ihr euch das mal anschaut, egal ob ihr jetzt mit Dax Beast oder mit irgendwelchen Deep Sea Diva spielt, wenn ihr euch anguckt, ist euer gesamtes Deck tot, bis auf den Driver. Und das geht alles in den Grave und wird alles wegzerstört und landet alles im Grave, sodass ihr im Endeffekt halt quasi nur noch eine Rune-Kröte habt, die ihr specialen könnt. Und theoretisch, wenn ihr den Driver in der Hand habt, könnt ihr den Tribut beschwören. Das ist euer einziges Play für das gesamte Match. Das heißt, ihr seid auto-lose. Deswegen ist Red Reboot ganz geil im Mirror-Match, denn das Ding will man nicht abkriegen. Ist nicht so geil. So, dann kommen wir zum Turnierbericht. Und ja, eigentlich war heute Open Dueling irgendwie, random. Ich war am Tag davor auf der Seite, die war tot. Da kam ich nicht rauf, konnte nichts sehen. Deswegen bin ich am nächsten Tag dann dahin. Und da war die Website available und dann stand da, dass auf einmal Open Dueling ist. Da eigentlich war das genau umgekehrt eigentlich angesagt worden von ihm. Egal, dann war ich dann da. Eigentlich waren nur zwei Spiele eingetragen. Am Ende waren wir doch sechs und haben gesagt, wir haben keinen Bock auf Open Dueling, wir machen trotzdem Turnier und haben wir Turnier halt gemacht. Und erste Runde ging es wieder gegen dieses Orcust Dragon Link oder Rocket Adventure Ding. Er hat angefangen, er hat ein richtig gutes Board hingelegt. Er hatte im Endeffekt in meinem Turn 4 Interruptions, er hatte eine Orcust Countertrap Facedown, er hatte eine Karte, die ich nicht wusste, dass die Facedown ist, nämlich Forbidden Droplet. Dann hat er in der Hand noch ein Nibiru, er hatte noch ein Ash. Dann waren es 5 Interruptions. Und auf dem Spielfeld hat er noch den umherstreifenden Greifenritter. Dem habe ich in Permanence gegeben, weil ich wusste nicht, was ich in seinem Spielzug in Permanence sollte. Vor allem, wenn der Greifenritter rauskommt. Und ich hatte halt versucht, da durchzuspielen, aber das ging nicht. Irgendwann hat er mir halt noch den Nibiru gedroppt, weil der Gigantic Splite nie resolven konnte. Und deswegen
Ja, der hat, glaube ich, Droplet abgekriegt und ich habe versucht, da durch zu extenden, aber ich habe es dann nicht geschafft, weil das waren 5 Interruptions, Digga, Alter, da mache ich nichts. Kannst du vergessen. Also, ich hatte zwar alles in der Hand, aber das war too much. Game Nummer 2 habe ich angefangen, glaube ich, sehr solides Board mit so vielen Negates hingelegt, da versucht zu spielen, war nichts zu holen. Dann war Game Nummer 3 und hat er ein Feld gemacht, was okay war. Ich habe ein bisschen Stuff von ihm annulliert und dann war ich dran und es war kurz vor Timeout. Ich habe einfach nur noch ein bisschen Monster gesammelt, der hat mich ein bisschen interrupted. Ich hätte noch weiterspielen können, aber dadurch, dass Time jetzt gleich gewesen wäre, wollte ich nichts mehr machen, weil ich hatte noch einen Sprite Starter in der Hand und der hätte mich das Spiel verlieren lassen. Und deswegen habe ich die nicht aktiviert und habe dann, habe noch meinen Nimble Beaver, glaube ich, aufs Spielfeld gekriegt und dann war schon Timeout und ist es unentschieden ausgegangen. War ein bisschen schade. Ich hätte Game 1 vielleicht früher aufgeben sollen. Das war ein bisschen zu lang, glaube ich, das Game. Deswegen wir dann hintenrum keine Zeit hatten. Ansonsten hätte ich den Starter resolven können. Uiuiui, ich glaube, ich hätte ihn platt gemacht, weil der hatte dann keine Interruptions mehr und ich hatte ihm eigentlich alles aufgehalten. Naja, zweite Runde ging es gegen Tialamens. Game Nummer 1 habe ich fett im Board gelegt mit so vielen Negates und er hatte eine richtig gute Counterhand. Der hat das ja mit Despia gespielt und so. Und er hatte so viele Baits. Er hatte alle möglichen Effekte von den Tialamens und auch noch die Effekte von Aluba und Kokage und ich habe so gut wie alles aufgehalten und ich habe meinen Tod recycelt und dann nochmal aufgehalten, dann war er nochmal dran, weil ich nicht so viel Damage machen konnte und dann habe ich ihn genug aufgehalten, dass er nichts mehr machen konnte. Game Nummer 2 hat er ein sehr solides Board gemacht. Ich glaube, er hat einiges fusioniert und am Ende, glaube ich, auf dem Crystal Heart geendet, das 3K-Ding. Und mein Problem war, ich hatte nicht mehr so viel Zeit und ich hatte Starter resolved und ich musste irgendwie genug Damage drücken. Und ich habe dann überlegt, wie komme ich darüber? Ich bin in Links und Rank 2s eingesperrt und er hat auch noch eine Ghost Ogre, die er verfrüht abgeworfen hat, aber die habe ich nachher einfach umspielt, indem ich einfach noch ein Red rausgeholt habe, mit dem ich dann entsprechend die einfach annullieren konnte und trotzdem für meine Plays gehen konnte. Und ich musste das dann so machen, dass ich nachher in Ahashima gegangen bin, wie gesagt, und habe dann aus meiner Hand, glaube ich, noch ein Gamma, der dann dead war, weil ich halt schon ein Feld hatte, plus noch etwas aus dem Grave geholt hatte und dann damit halt in Kavallerie gegangen bin und damit halt sehr viel Damage aufs Board legen konnte, damit ich sein Bossmonster zurückbouncen konnte. Ich konnte zwar kein Zeus machen, aber ich konnte für halt so viel Damage gehen, dass er nur noch 3,9 hatte und ich hatte, glaube ich, 6,8 und danach war für ihn halt nicht mehr so viel zu holen. Ich habe ein bisschen gemisplayed. Ich hätte, glaube ich, das Feld so machen sollen, dass das Red noch auf dem Feld bleibt. Dann hätte ich noch einen weiteren Negate. So hatte ich keine richtige Interruption, glaube ich, mehr, außer einer Ash, glaube ich. Und, aber das hat dann gereicht, weil dann war halt Time und ich hatte dann Limes Points gewonnen und dann 2-0. Match Nummer 3 war Mirror Match. Game Nummer 1 hat angefangen, hat Monster Board hingelegt, habe ich jetzt gar nichts gemacht. Wie gesagt, nö, meine ich nicht. Game Nummer 2 habe ich angefangen, ich hatte Monster Hand, ich habe Kombos gemacht und zwar so, dass ich erstmal abgesichert habe, das Board. Oder beziehungsweise, ich wollte absichern? Nee, ich bin in den Gigantic Sprite gegangen, habe den halt mit dem Link gemacht. Ich habe halt die ganz normale Combo gemacht, einfach nur mit, glaube ich, Austauschfrosch, aber ich hatte eigentlich noch als Extender sowieso Blue in der Hand, aber das habe ich so ein bisschen anders gespielt. Ich wollte den Gigantic Spite mit 3-2 raus haben und ich wollte Nibiru safe sein, um danach den ganzen Kram zu machen. Und ich wollte gucken, ob ich irgendwelche Handtraps gelockt kriege, weil ich hatte eh noch Auslöschungswummern. Es kam nichts, ich habe Full Combo gemacht, habe dann das Feld mit Negates hingelegt, habe an ihn abgegeben und in der Drawphase habe ich ihm Deck Devastation Virus umgedreht und es war Game. Da hat er nichts mehr gemacht, es war easy. Dann ging es Game Nummer 3, welches mich so absolut aufregt, weil er genau das... Ich habe keine Ahnung, was er gemacht hat, aber das war weird. Er hat nämlich Counter gegen Counter geboardet. Oder ein Out gegen Out. Das, was ich am Freitag auch als Video gemacht habe. Ich sagte, das tut ihr am besten nicht, weil das ist dumm. Das können richtig nach hinten losgehen. Er hat angefangen, wollte Austauschfrosch, hat einen genormal, hat seinen Effekt gemacht. Den habe ich ihm gegammert, weil ich wusste, wenn er halt keinen Extender hat, ist er raus, macht er gar nichts. Hat er nicht mehr. Er hatte, glaube ich, noch eine Karotte in der Hand, die konnte aber nicht special, weil er keinen Zweier hatte. Hat 3 gesetzt, dann war ich dran. Dann habe ich meinen Frog genormelt. Ich glaube, Dings reingelegt. Wie heißt die? Ronenkröte. Dann habe ich ihn weggelinkt für Almirage und dann hat er Double Summon umgeht. Double Summon. Ist es Double Summon? Nee, das ist Summon Limit umgedreht, also dass man nur zweimal pro Spielzug beschwören kann. Das also große Lama ein Mirage. Das letzte Monster, was ich gespecialt hatte, und das war der zweite Summon, wo ich dachte, okay, ich chain jetzt von meiner Hand, weil ich muss ein Feld establishen, mein Red Reboot an. Was ist? Er hat eine freaking Judgment mitgesetzt. Ich denke mir so, why? Wieso ist er Konter gegen Konter geboardet? Der hat dann bei der Hälfte Life Points gezahlt und am Ende war halt sein Summon Limit immer noch da und ich so, okay, gebe ich ihn ab. Dann normalt er die Karotte, rennt mein Monster um. Ich Top Deck Blue. Ich
ich glaube, ich special mir die Runenkröte raus, dann special ich den Blue. Er hatte sich aber Ash hinzugefügt mit dem Topf. Das heißt, der Ash den Blue, aber ich so, mit dem Blue kann ich den 1-2er umrennen. Was ist? Er zieht den 1000er umrennen. Was ist? Er zieht Red und rennt mir meinen Blue um. Ich denke mir so, are you serious? Was ziehst du immer das stärkere Monster? Und damit hat er halt gewonnen. Er hat einfach immer das stärkere Monster, was 100 Attack mehr hatte, getoptackt, hat dann irgendwann noch, ich glaube, als ich ihm eine Handtrap, glaube ich, eine Ash oder auf irgendwas geworfen habe, hat den Triple Tactics Talente resolved, hat mir mein Monster geklaut und hat von da aus Game gemacht. Das war so, seriously, Alter, was war das denn für ein bescheuertes Game? Erstens bottelt man keine Outs gegen Outs und zweitens, oh, ich hatte nicht genug Extender und alles und das war so, er hat immer der stärkere Monster gezogen. Hätte ich immer der stärkere Monster gezogen, hätte er verloren. Also, das war richtig dumm, das war richtig Caveman-Yu-Gi-Oh! Das macht überhaupt keinen Spaß. Das war... Na gut. Ist dann halt so gelaufen. Bin am Ende trotzdem Dritter von 6. Mit 4 Punkten. Das war ein super weirdes Mirror-Match. Und und ich habe auch tatsächlich nicht nur Red Reboot geboardet, ich habe auch Wish und Blitzsturm geboardet, weil ich wusste, da kommt irgendein Anti-Scheiß. Hab halt aber nur Red Reboot gesehen. Das hat leider nicht gereicht. Ansonsten, Schade, schade, schade. Und wie gesagt, Handtraps bei mir relativ selten. Ich habe zwar 12 gespielt, aber meistens habe ich entweder eine. Entweder gar keine gesehen oder ich glaube in einem Game hatte ich 3, ansonsten hatte ich immer, wenn überhaupt, keine oder eine, was ein bisschen weird war, während die Gegner, wo ich 2 bis 3 spielen musste. I guess, okay. Nichtsdestotrotz haben wir 3 Booster und das heißt, vielleicht eine Ulti. Let's go, let's see. Das wäre doch mal was. Skill Drain war die letzte, die ist auch schon ein paar Wochen her. Red Reboot, hey! Kubagata Alpha, hey, ein extrem bösartiger Hirschkäfer, der auf den Kopf seiner Feinde zielt. Und Fallenfresser. Ich finde ihn in Ultra besser. Und hab ihn auch als Playset in Ultra. So. Lava-Kampfwächter, heroischer Champion Excalibur und Küsserkumpel buntäugiger Auflöser. War der in Battles of Legend Lights Revenge? Ich glaube schon. So, dann gucken wir nochmal. Da haben wir Kürzerkumpel Schädelkobert-Clown, ein nächtlicher Angreifer und Verbotener Kelch, ein Super Rare. Ist auch cool, aber es ist keine Ulti. Schade. Das Deck ist trotzdem ziemlich krass, ziemlich gut. Ich hätte einfach das eine Game nicht so lange ziehen sollen, dann wäre ich halt wenigstens Zweiter geworden und das Mirror Match ist halt, ja, Würfelwurf hat entschieden. Er hat Würfelwurf gewonnen und hat damit auch das Match gewonnen, weil er zweimal anfangen durfte. I guess. Das ist aber nicht das letzte Mal, dass ihr hier Splite sehen werdet. Aber jetzt halt nicht als Main-Deck quasi, sondern so als, wenn dann als Engine in bestimmten Decks, die man ausprobieren kann. Flinke wird es irgendwann demnächst mal geben, wo ich die halt als Engine benutzen werde und dann halt ein bisschen mehr wieder auf den alten Spielstil von Flinke gehen werde, auf ordentlich auch Angler-Abuse. Das ist also keine Sorge, das wird noch mal ein bisschen was kommen, aber nicht mehr so wie jetzt. Also ich kann mir vorstellen, dass viele Varianten... Momentan wird ja sehr viel ausprobiert mit dem Deck und sehr viel gecheckt, weil Power of the Elements hat ja auch ein paar Karten mit reingebracht. TCG-Exclusives, die anscheinend sehr meta-relevant geworden sind, wie dieser Garura, dieser neue, das neue Fusionsmonster, das man im Mirror-Match halt mit Super-Poly benutzen kann, was sehr, sehr cool ist. Und deswegen shaped sich das noch ein bisschen. Jeder spielt es ein bisschen anders. Mein Gegner hat mit Dark Summoning Beast gespielt und mit Super-Poly im Main-Deck. Und daher, da gibt es viele Möglichkeiten, wie ihr was spielen könnt, aber viele Decks haben immer noch die gleichen Kombos. Und ich werde euch morgen ein Deck, Deck nochmal zeigen, was es so für Kombos machen kann. So mit ein paar One-Card- und Two-Card-Kombos, damit ihr auch noch ein bisschen versteht, was man alles mit diesem Deck machen kann, mit relativ wenig Ressourcen. Damit, falls ihr mal gegen das Deck spielt, seht einmal, was machen die und wo kann man vielleicht so ein bisschen den Gegner interrupten. Das war's dann hier von mir hier erstmal. War trotzdem eine sehr coole Locus, auch wenn es nicht erfolgreich genug war. Aber hey, wir haben auch gleich wieder volle Keule bekommen, gleich die neuesten Decks, Terra Elements und gleich Mirror Match gehabt. Was war denn anderes zu erwarten? Ich glaube nichts anderes. Daher, die nächsten Wochen werden interesting, weil dieses Deck ist freaking insane. Ich weiß nicht, was ich sonst noch so spielen werde, was damit mithalten kann. Es muss schon ganz schön out of the box sein, damit es damit mithalten kann. Das war's dann hier von mir. Ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüssi.